In diesem kurzen Video erfahren Sie etwas über eine Neuerung, die Sie in der Version oder ab der Version 3.7.9.07 wiederfinden. Und zwar die automatische Zuordnung von Artikeln auf den Schnellwahl-Buttons. Diese Neuerung kam aufgrund von vielfachen Wunsch, der an uns herangetragen wurde, zustande. So, dazu habe ich jetzt mal die Kasse geöffnet, um Ihnen die Situation zu veranschaulichen. Wenn Sie auf eine Warengruppe klicken, ne, werden dementsprechend auf der linken Seite die Schnellwahl-Buttons aktualisiert bzw. angezeigt. Nun können Sie einfach draufklicken und den Artikel in die Kasse übernehmen. Soweit so gut. Das ist natürlich sehr praktisch und sehr hilfreich, wenn man eine überschaubare Anzahl von Artikeln hat. Haben Sie zum Beispiel mehrere tausend Artikel und Sie wollen das und Sie sagen, okay, ich will die Schnellwahl-Buttons belegen, das macht ja keinen Sinn. Also dann lassen es lieber, weil in den Systemeinstellungen können Sie ja variabel einstellen, ob Sie die Schnellwahl-Tasten hier auf der linken Seite haben, also auch die Warengruppen-Schnellwahl-Tasten, oder ob die weg einfach ausgeblendet sind. Okay? Also das heißt, bei einer großen Anzahl von Artikeln macht es in meinen Augen keinerlei Sinn. Aber egal. In den Systemeinstellungen war es ja bis dato so, Administration, Systemeinstellungen, Karteikarte, Verkauf. In dieser Karteikarte finden wir Schnelltastenbelegung. So, hier haben wir unsere Warengruppen in der Liste und dann darunter werden die Artikel platziert. Ne? Wie hier zum Beispiel, hier und so weiter. In der Vergangenheit war es halt so, ich nehme jetzt mal einen, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal den Artikel hier. War es so, dass man den Artikel genommen hat und auf die Warengruppe einfach gezogen hat. Wie gesagt, bei einer überschaubaren Anzahl von Artikeln kann es durchaus Sinn machen. Aber wenn Sie eine Vielzahl von Artikeln haben, und zwar, wo haben wir jetzt halt mehr drin, da haben wir jetzt etliche drin, kann es durchaus mühsam sein, dass Sie sagen, oh, boah, die alle einzeln draufziehen und so weiter. Deswegen gibt es nun eine neue Funktion. Und zwar klicken Sie die gewünschte Warengruppe an. Nun klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierte Warengruppe und sagen hier alle Zuweisungen markierter Warengruppe entfernen oder für die markierte Warengruppe alle Artikel übernehmen. Wählen wir diese Option aus, dann stellt uns Wabi Profi an dieser Stelle gleich dementsprechend die Artikel hier zusammen und platziert sie aufgrund der unteren Liste, die wir hier haben. Es ist also relativ simpel. Sie können natürlich auch ganz einfach sagen, oh, ich habe mich vertan, ich will die Zuweisungen entfernen. Oder Sie können es sich zuweisen und können einen einzelnen entfernen mit der rechten Maustaste. So, wenn wir nun in die Kasse reingehen und was haben wir jetzt gehabt? Monitore, haben wir hier eine Auflistung unserer Artikel, die wir gerade zugewiesen haben. Hier können wir natürlich auch blättern und an dieser Stelle möchte ich vielleicht nochmal drauf eingehen und Sie daran erinnern, dass natürlich der von Ihnen hinterlegte Text auf dem Button dargestellt werden soll, wie auch immer. So, wenn der Text natürlich sehr lang ist, kann es sein, dass der ganze Text auf dem Button nicht sichtbar ist. Also sollten Sie, und das ist als gut gemeinter Tipp zum Ende dieses Videos, sollten Sie die Belegung der Schnelltasten bevorzugen, sollten Sie sich auch angewöhnen, dass die Texte für den Artikel, die Sie hinterlegen, zwar kurz und sprechend sind, damit die auf der dementsprechenden Warengruppe noch vernünftig angezeigt werden können. Sie können zwar in den Systemeinstellungen auch wieder in der Karteikarte Verkauf Schnelltasten die Schriftgröße hier bestimmen, hier Anzahl der Warengruppen Schnelltasten und hier die Schriftgröße, die Schriftgröße, aber wenn Sie es dann so klein machen, wie jetzt hier, haben wir die Schriftgröße 6, dann kann man es ja kaum mehr lesen. Das heißt, wenn wir nun in die Kasse verlassen und die Kasse wieder neu betreten, haben sich auch unsere Warengruppen-Buttons aktualisiert und ich weiß nicht, ob man das jetzt zwangsweise noch gut lesen kann. Muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Aber so einfach ist die automatische Zuweisung von Warengruppen auf die Schnellwahl-Buttons.